In Potsdam ist heute die Tarifrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen eröffnet worden. Die Gewerkschaften sind mit einer klaren Forderung angetreten. 6,5% mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro. Das ist notwendig, um die Binnenkaufkraft zu erhöhen. Wir sind in der Bundesrepublik im Vergleich mit den europäischen Ländern weit abgeschlagen. In anderen Ländern gibt es Reallohnzuwächse, in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es Reallohnverluste in den letzten 10 Jahren. Und das kommt daher, dass die Löhne eben nicht entsprechend angehoben worden sind, um mit der Inflation Schritt halten zu können. Die Inflation liegt oberhalb der Tarifabschlüsse und deswegen muss hier für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Kommunen und im Bund eine ordentliche Lohnerhöhung verhandelt werden. Nach Jahren der Lohnzurückhaltung mit Reallohnverlusten erwarten die Beschäftigten endlich ein echtes Plus im Geldbeutel. Durch ihre Arbeit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen und ökonomischen Infrastruktur. Die steigenden Anforderungen, zum Beispiel an die frühkindliche Förderung in den Kitas, müssen auch durch eine angemessene Bezahlung anerkannt werden. Die Arbeitgeber haben als erstes von uns verlangt, dass wir unsere Forderung aufgeben. Nur dann wären sie bereit, darüber erstmal nachzudenken und möglicherweise in Verhandlungen einzusteigen. Das geht gar nicht. Darauf werden unsere Mitglieder in der nächsten Woche mit ersten Warnstreiks reagieren. Das ist die Situation ausgangs der ersten Verhandlungsrunde im öffentlichen Dienst nach mehreren Stunden gemeinsamer Beratung.